Ja, hey, willkommen, mein Name ist Dani Röll-P und ich begrüße euch zurück zu Let's Play Monster Hunter 3 Ultimate für die Wii U. Wir erjagen einen Baryov, nachdem wir in der letzten Folge einen Rathalos erlegt haben. Weil für den gibt es weniger Belohnung als für den Diablos und Diablos klingt doch sehr viel gefährlicher. Und ja, deswegen machen wir erst den hier. Ich laufe hier mit meiner Power Ranger Ausrüstung rum, weil hier Klamotten vom Nibelsnarf sind. Und ich habe eine Lagiakus-Klinge. Ich weiß nicht, ob ich die schon gezeigt habe, aber ich habe sie. So wieder, also ich habe schon mal gefuttert und machen wir uns jetzt schnell auf den Weg. Ich nehme die beiden Schakalakas mit und hoffen wir, dass es dieses Mal nicht wieder ein 30-40 Minuten Part wird. Da muss doch nicht alles so lange gehen. Ma. Geschichte ist Baden, okay. Ich habe mal zur Not ein paar Gegengifte mitgenommen, weil langsam bin ich doch etwas paranoid. Vor allem das Vieh sieht schon verdammt, also im Bild nach zu urteilen, aus wie ein Giginox. Und ja. Wenn das wie hier Gift ist, okay, ich krieg kein Gegengift, gut. Okay, weil dann hätte ich nämlich, weiß nicht, sofort den Part beendet, wenn ich das gesehen hätte, das Gift benutzt. Weil so darauf lasse ich mich nicht schon wieder ein. So, gucken wir mal, gegen was wir hier antreten. Wir haben den Baryov. Wie waren die als ewige Eis der Tundra beherrschen? Baryove bewegen sich mit Hilfe ihrer riesigen Hauer und stacheligen Schuppen frei über das glatte Eis. Durch diese Fähigkeit sind sie kaum einzuholen. Super. So, ich muss natürlich ein Dings hier nehmen. Ein Hitzetrank. Heißgetränk, meine ich. Wird bestimmt ein langer Kampf hier. Oh Gott. Ja, öfter so macht das immer, weiß ich nicht, der Part damit begonnen wird, dass ich schon direkt hier bin. Und nicht irgendwie, weiß ich nicht. Essen und Erklärung und so, das kann ich alles auf dem Weg machen. So gut, wenn es jetzt so einfällt, ne? So, ich nehme an, du bist irgendwo draußen. Weiß ich nicht. Ich kann mir jetzt ein Dach nicht so in die Höhlen vorstellen. Ich stelle mir eher so draußen vor, okay. So, gegen was trete ich an? No. Schon wieder so ein Rathian, ähnliches wie ich. Aussehen, ja. Von denen kann ich doch auf jeden Fall die Hauer kaputt machen, ne? Sieht aber nicht aus wie ein Drache. Sieht irgendwie so aus wie eine richtig schräge Kreuzung. So. Ach man, frisst das Viech doch. Anschleichen bringt sowieso nichts. Sie sehen mich, guck mal von wie weit er mich schon sieht. Selbst wenn er umgedreht wäre. So, mitten in die Fräse. Jetzt schreist du erstmal, ne? Ja. Schon wieder diese Musik. Oh, was sind das denn für Angriffe? Okay, du hast doch nicht das Moveset vom Rathalos. Das kommt ja mit meinen Dings. Mit den Waffen, mit denen ich mich auskenne. Was zum Teufel bin ich jetzt schon wieder? Laufen wir mit meiner momentan stärksten Waffe rum. Was willst du eigentlich? Und ja, das Katana hätte ich noch weiter aufballern können. Also nicht im Moment, aber wenn ich das aufballern will, dann würde es einen blauen Balken haben. War ein ganz, ganz winzigen, aber etwa blau. Heißt, ich kann dann alles durchschneiden. Aber es bewegt dich nicht in der Gegend, weil ich kenne das dann. Dann laufe ich dahin und dann verlasse ich das Gebiet. Das ist Kacke. Und deinen Schwanz zu treffen, da wird bestimmt nicht leicht. Ihr Problem. Ja, gut ist, wenn ich mit dem Teil treffe, dann tut es auch verdammt weh. Abhängig davon, wie viel AP das Viech hat, wie ich mich anstelle, kann das nicht so lange dauern. Da hier klappt das mit dem Retten. Mit dem Katana hat das nie geklappt. Ja, nur froh, der nicht vergiftet oder irgend so ein Dreck.
Diese eine Eisding hier. Und der macht es ja nur bedingt nervig. Er ist nur sehr schnell bis jetzt. Er bewegt sich verdammt schnell. Oh Mann. Ja, ich muss das. Mann, Mann, Mann. Ah, hier geblieben. Glaub ich, wie es danach weitergeht. Das Bild vom Diablos, das sah jetzt nicht so aus wie das Viech aus dem Intro hier. Im Vulkan. Und das Viech ist laut der Beschreibung auch in der Wüste. Also kann das noch nicht das letzte Viech sein, das wir bekämpfen. Oh. Also kommt wahrscheinlich irgendwie eine dringende Mission oder so irgendwann. Aber dann wollte ich gar nicht wohl vielleicht auch heilen. Ja. Also mal kacke, sich daraus zu retten. Du rollst dann immer, wenn du A und B wie blöd drückst. Boah, ich krieg den nicht eingeholt. Ich krieg den echt nicht eingeholt. Wieso krieg ich denn jetzt nicht mehr getroffen? Am Anfang lief doch. Mann. Also warte, ich hau dich einfach kaputt hier. Scheiß auf den Schwanz. Das hat geführt, die Kämpfe voll unnötig in die Länge ziehen. Ihr wisst ja sowieso, was passiert. Schwanz ist ab, ich loot ihn, ich bekomme was, fertig. Muss ich ja nicht immer zeigen, ne? Möchtest aber. Okay, ist das die Rüstung, wo wegstecken irgendwie voll schnell geht? Ich merke das nämlich. Mann, ich hab viel zu schnell Angriffe. Aber den sah noch nicht ab. Na gut, das Ding macht voll Blitzschaden. Meine Waffe. Die Lagiakus Waffe. Ich bin irgendwie blöd, findet irgendwie so ein Loch an der Spitze ist. Also nee, nicht ein Loch, aber er hat sich so teilt, die Klinge, finde ich ein bisschen doof. Denn so ruhig zusammenlassen können. Aber ich will ja nicht meckern. Weil immer so eine einschneidige Klinge hier bei den ganzen Großschwertern. Meiste Zeit. Deswegen bin ich da ein bisschen blöd. Ich hätte gerne so eine zweischneidige Klinge. Vom Design einfach nur, ja. Ich finde, Katanas sind schon einschneidig. Müssen nicht die Großschwerter auch die ganze Zeit einschneidig machen. Da steht der. Jetzt aber ganz schön lange hier in dem Gebiet. Ma. Oh, ich habe irgendwas. Nee, habe ich nicht. Sehen noch intakt aus, die beiden Hauer. Ma. Während du dich umgedreht hast, ehrlich. Da, wie soll ich denn bei dem. Oha. Okay, du fliegst weg, gut. Schon sagen, was soll ich denn bei dem Viech hier schleifen, ey? So schnell wie das sich bewegt. Nullbeere, habe ich die bekommen? Am Anfang? Weiß ich gar nicht. So, geh bitte pennen. Mit einem Großschwert ist das immer gut, weil dann kann ich einen richtig dicken, aufgeladenen Angriff auf dich hetzen. Ha, ha. Los, geh auf das Viech da los. Jetzt schon erschöpft, okay. Bams, nein. Du kannst jetzt nicht mich an, oder? Das ist jetzt nicht dein Ernst. Alter, jetzt bin ich gerade so komisch umgedreht.
Macht der Mammut da hinten. Oh Mann. Ist auch schon erschöpft, habe ich so das Gefühl. Wenn die so sabbern oder so, sieht man das. Naja. Jetzt schon gleich kaputt, oder? War schon so am Humpeln. Ich bewege sich nicht. Mal geht doch nicht immer so weit die Dingens ran. Die Ränder, da werde ich mal irgendwo anders rausgeschmissen. Ja, komm hier hin. Komm hier hin. Hab gesagt, komm hier hin. Ah, meine Augen. Ja, ist voll gebracht jetzt. Mann, jetzt komm doch mal da raus. Oh. Was ist das für ein Dreck? Komm mal raus. Ich komme da gleich näher und... Ja, genau deswegen. Idiot, Mann. Ja, nur du. Geh jetzt mal da raus, danke. Oh mein Gott. Warum ist er jetzt so einfach? Ich habe mir jetzt andauernd mein Robocop Klamotten. Ja, so sehe ich aus irgendwie, ne? Oder wie ein Power Ranger, finde ich. Jetzt geht er schon wieder ab, verstehe ich. Entschuldige mich mal kurz. Oh, Entschuldigung. Mein Gott. Komme ich hier wieder gar nicht zu. Ja, irgendwas. Wo ist er? Immer? Der Papa haut immer ab, ne? Der haut immer ab. Wenn der Farbball irgendwie gerade abläuft. Wo ist er? Da, genau wie der Giginox. Was? Lass mich erstmal so friedlich landen irgendwo. Boah. Dann nicht. Was ist das? Alter, hör auf mit dem Angriff. Was? Hab doch. Boah. Also was ich am bescheuertsten finde, ich stehe auf und dann wird mir schwindelig. Was ist denn das für ein Dreck? Na toll, jetzt bin ich wieder nicht vernünftig zu denen gedreht. Jawohl, die Hauer sind weg. Das kaputt gleich. Das kann ja mal auf den drauf. War nicht so stark gewesen bis jetzt. Ja, wo läufst du hin? Müssen ja eigentlich wieder zurückgehen. Nee, da gehst du. Oh, da haben wir auch noch nicht gegen irgendwas gekämpft.
Interessant wäre, ich bin schneller als du, Cha-Cha, ich bin schneller. Du bist irgendwie auf der Straße da. Ach so, hier, boah. Wo? Da, okay. Bin wieder angeflogen, ne? Sieht so unnatürlich aus. Dieser Angriff geht mir so auf den Nerven. Oh, super. Lenkt den mal ab, ihr alle. Ma, lass mich da raus. Sage ich diesen Angriff. Danke. Zweimal machen immer. So, na warte, jetzt bist du dran. Das Auto ist kaputt, Mann. Was macht der Angriff noch mal, ne? Oh, das war nicht ich. Okay, egal. Ach. Da liegt noch was, her damit. War ich auf Stachel, okay. Keinen Schwanz abgeschlagen. Machen die Viecher da kaputt. Mann. Frostbeutel. Sehr gut. Nehmen wir noch ein paar Erze mit. Resilium und Lichtkristalle. Oder Erdkristall. Lichtkristalle sind ja selten, glaube ich. Aber ich brauche die manchmal. Schön. Ja. Ihr seid gerettet. War. Ich wollte ihn noch abschlachten. Abschlachten. Wow, kurzer Part. 18 Minuten. Aber ich am Anfang nicht irgendwie, weiß ich nicht, so eine Einleitung gemacht habe. Frostbeutel, den brauche ich für irgendwas. Ich glaube, den brauche ich sogar für die geile Katana. Zwei Stück und ein Dingens. Ein Feuerbeutel, glaube ich. Warte mal hier. Sowieso immer Müll. Ja. Immer einfach mit. Die Schnellkälte. Das können meinetwegen ein paar Gespräche kommen. Jetzt habe ich Zeit. Oh, tatsächlich. Hallo, es gibt Neuigkeiten. Es geht um unseren geheimnisvollen Drachen. Die Gilde hat mir endlich geantwortet mit dem Vermerk dringend. Was dein kleiner Freund gesehen hat, passt zu einem Bericht eines Beobachtungsballons über einen Drachenälzten. Ihrer Analyse zufolge ist dieser neue Drachenälzte viel zu gefährlich für einen einzelnen Jäger. Die Gilde hat Notfallmaßnahmen in Gang gesetzt und dem Monster auch einen Namen gegeben. Zerdois. Okay, und das ist noch nicht alles. Ich bekam auch eine spezielle Kommunike nur für das Dorf Mogga. Ich lese dir vor. Alle Zivilisten müssen mit der Verbindungsperson der Gilde kooperieren und die Insel sofort verlassen. Wir verzichten hiermit auf das Dorf und Mogga und alle umliegenden Jagdgebiete. Um 3 müssen alle Jäger der Gilde bei der Evakuierung helfen und dann sofort zurückkehren. Mit anderen Worten, die Lage ist so ernst, dass sie das Dorf quasi als unrettbar abgeschrieben haben. Also, das war sie. Sind ja auch nur ein paar Hütten, oder? Die Sicherheit aller ist wichtiger. Wir müssen den Urteil der Gilde vertrauen. Wirklich? Das ist unser Zuhause. Wir können nicht erwarten, dass wir einfach wegsegeln und zusehen, wie es versinkt. Es muss etwas geben, was wir tun können. Es muss einfach. Nein, ich weine nicht. Du und ich, wir sind ein Team, richtig? Ich verteidige das Mogga-Universum. Wir geben nie auf. Ich rede mit dem Chef und was? Du willst selbst mit ihm reden? Na schön, dann mach du das. Find den Chef und sag ihm, was hier los ist, ja? Ja, hier, Chef. Kümmert dich etwas? Ich sehe es an deinem Blick.
Der Evakuierungsbefehl, richtig? Ja, davon hat mir die Kleine von der Gilde auch erzählt. Um ehrlich zu sein, du hast es inzwischen bestimmt schon erraten. Ich war früher auch ein Jäger, so wie du. Ich war ein Ass bei der Unterwasserjagd und überall berühmt dafür. Oh, und was für Monster ich erlegt habe. Aber ich hatte größere Träume. Magst du die Geschichte? Die hier wird meine Familie seit Generationen erzählt. Also, meine Vorfahren bauten einst ein Dorf aus den Ruinen, die sie jahrhundertelang bewacht hatten. Warum man sie bewacht hat, tja, das weiß niemand mehr, aber wir vermuten, dass sie das Heim unserer Ahnen waren. Wir wissen, dass das Dorf der Wächter irgendwie durch ein geheimnisvolles Beben untergegangen ist. Seitdem träumte meine Familie davon, hierher zurückzukehren und wieder aufzubauen, was wir verloren hatten. Und nicht nur meine Familie, viele der anderen Dorfbewohner haben auch Vorfahren, die diesen Traum teilten. Der Cheffarmer und der Viviana-Handwerker gehören wie viele andere dazu. Als ich noch ein junger Jäger war, bot sich die Gelegenheit, mit Gildenarchäologen hierher zurückzukehren. Wir konnten feststellen, dass die Beben von einer unbekannten riesigen Monster verursacht wurden. Aber war es verschwunden? Die Gilde braucht jemanden, der hier blieb und den Ort überwachte. Und natürlich hätte mich nichts glücklicher machen können. Siehst du, wie alles zusammenpasst? Es ist wahr, mein Traum, das Dorf Maga zu bauen. Mehr noch, den Traum meiner Vorfahren. Jetzt weißt du, warum ich Einfluss auf die Gilde habe, warum ich mit dem reichen Agossi-Kapitän per Du bin. Und noch wichtiger, warum ich so überzeugt war, dass das Beben von einem einzigen Monster von einem Monster verursacht werde. Zuerst dachte ich, die Gilde hätte bei der Größe übertrieben. Wie konnte etwas so groß sein, wie sie behauptet haben? Deshalb habe ich den Lagiakrus jagen lassen. Tja, ich lag falsch. Ich wollte dir das gar nicht erzählen, aber du hast so tapfer für uns gekämpft. Du sollst alles wissen. Hier sind wir beide nun. Es ist wohl Schicksal. Einst unterlagen unseren Ahnen dem Drachen. Jetzt sind wir dran. Ich sollte die Dorfbewohner auf die Evakuierung vorbereiten. Sie werden zetern, aber ich überzeuge sie schon. Und was dich angeht, du warst gut, aber es wird Zeit für den Abschied. Das Monster ist viel zu mächtig für uns. Es war mir eine Freude. Ich werde es vermissen, dich aufzuziehen. Ich fühle mich wie bei einer Beerdigung. Okay. Was hat er noch zu sagen? Du wirst es also mit den Drachen aufnehmen? Dachte ich's mir. Was? Mit fairen Mitteln wirst du ihn nicht bezwingen können. Kein Wunder, dass die Gilde dir das ausreden will. Aber hör zu, vielleicht haben wir mehr Waffen zur Hand, als du denkst. Offensichtlich ist die Höhle der Kreatur ein Teil der Ruinen unter unserem Dorf. Die Fische sind hinabgetaucht, um sich umzusehen und haben etwas sehr Interessantes und Praktisches gefunden. Dort unten liegen massenweise Anti-Monster-Waffen, alle mehr oder weniger intakt. Interessant, oder? Es sind Antiquitäten, also funktionieren sie eventuell nicht mehr. Und selbst wenn, wir müssen noch herausfinden, wie. Vielleicht ist es Zeitverschwendung, aber mein Gefühl sagt mir, dass es ein Versuch wert ist. Wir haben den perfekten Lagerplatz gefunden, neben den Höhleneingang. Es könnte dein Basislager für die Jagd werden, aber wir brauchen Material, das wir nicht selbst beschaffen können. Ich muss dich also selbst darum bitten, Material für uns zu sammeln. Wir übernehmen dann natürlich den Aufbau. Ich habe ja aufgeschrieben, was wir brauchen. Schau dir die Dörfler bitten an. Oh Gott. Rathaloskralle, okay, da ist alles. Da werde ich bis zur nächsten Zeit schon aufgetrieben haben. Was ist so? Wir sind bald zur Evakuierung bereit. Warte einfach ab und. Was? Was hast du gerade gesagt? Du willst den Drachen erjagen? Bist du verrückt? Hat der Lagiakus zu fest gegen den Schädel geschlagen? Der Zigille, die immer nur kleine Gruppen von Jägern ausschickt, würde ihnen eine Armee auf den Hals setzen. Du bist zwar stark, aber es ist völlig unmöglich, dass du allein mit so einem Monstrum aufnehmen kannst. Also, was? Du sagst, dass du nicht allein bist, dass du nie allein auf der Jagd warst, seit du hier angekommen bist? Boah. Oh, das ist gut, junger Hüpfer, wirklich gut. Aber ich vergebe dir. Und weißt du warum? Weil es stimmt. Du bist nie allein. Unsere Boote bringen dich zur Drachenhöhle, das Basislager schützt und versorgt dich. Wann immer du losziehst, die Waffe in der Hand, werden hier viele Freunde den Rücken stärken. Ja, die Bewohner von Mogga haben die Eigenschaft, jeder Nostalgie mit Stolz und Hoffnung zu begegnen. Wie ich dir einst sagte, hoffnungslose Fälle gibt es nicht, nur verlorene Zuversicht. Und ich habe nun meine wieder. Selbst wir Alten haben wohl noch ein paar Dinge zu lernen. Danke, junger Hüpfer. Ich rede mit den anderen Dorfbewohnern, mal sehen, ob wir eine gute Strategie für dich ausarbeiten können. Natürlich geht die Evakuierung für alle weiter, die nichts mit der Jagd zu tun haben. Es gibt viel zu tun. Und das war's. Okay. Okay, dann brauche ich Rathalos, klar. Dann werde ich wohl heute nicht mehr weiter aufnehmen können. Verdammt. Was soll's? Habt ihr noch was zu sagen?
Könnt mal eure Sympathie, ja, eure Sympathie, Agilität stärken. Puff. Ja, gut. Na gut. Lichtkristall. Oh, cool. Das noch nicht mehr, für was ich den brauchte. Egal, werde ich schon aufs Screen nachgucken. Dann haben wir die Zeit doch noch ein bisschen gefüllt mit ein paar Gesprächen und Plot-Twists. Na gut, dann würde ich sagen, wir sehen uns in der nächsten Folge, wo wir dann höchstwahrscheinlich den Diablos erledigen werden wieder. Ich bedanke mich allerherzlich fürs Zuschauen und sage Tschüss, bis zur nächsten Folge.